Our dear fathers, liebe Mitbrüder, our dear men and women religious, liebe Ordensbrüder und Ordensschwestern, our dear brothers and sisters in Christ, liebe Brüder und Schwestern in Christus. First of all, I feel so much encouraged for these days that we are together. In diesen Tagen, wo wir zusammen sind, fühle ich mich so sehr ermutigt. And I'm very pleased because of the message that we are getting, particularly both yesterday and even today. Und ich bin sehr erfreut wegen der Botschaft, die wir gestern und heute bekommen haben. For we are being reminded of our dignity. Denn wir werden wirklich an unsere Würde erinnert. And being encouraged to uphold that dignity in the best way possible. Und wir werden ermutigt, diese Würde aufrecht zu erhalten auf die bestmögliche Weise. Today, for instance, we have listened to the first reading. Heute haben wir zum Beispiel die erste Lesung gehört. From the Acts of the Apostles. Aus der Apostelgeschichte. And we are being reminded really of the activities of Paul. Und wir werden an die Aktivitäten von Paulus erinnert. That man who started his life in a way that was like a persecutor really of the church. Dieser Mann, der sein Leben eigentlich als Verfolger der Kirche begonnen hat. But the Lord got hold of him. Aber der Herr hat ihn gestoppt. And he underwent a complete metamorphosis. Und er hat eine totale Umwandlung durchgemacht. And he became a very, very, very strong, very strong preacher. Und er bekam ein sehr, sehr machtvoller, er wurde ein sehr, sehr machtvoller Prediger. Having been sent to proclaim the good news to the Gentiles. Er wurde gesendet, um die gute Nachricht den Heiden zu verkünden. And today we are being reminded that well in his journey in going to the various places. Und heute werden wir daran erinnert, wie er zu den verschiedenen Orten reiste. He came to a place where there was a young man known as Timothy. Und er kam dann zu einem Ort, dort war ein junger Mann namens Timotheus. And he heard exactly, you know, how interesting and good the person was. Und er wusste, wie interessant und gut dieser Mann war. And he got hold of him to become his companion. Und Gott wollte, dass er sein Gefährte wurde. And we know very well later on, Timothy, yes, did such a wonderful job in the work of evangelization. Und wir wissen, dass Timotheus wunderbar in der Evangelisation tätig war. I am hearing a situation when we are being encouraged. Ich höre das so, dass wir ermutigt werden. To know that well, none of us is in this world by chance. Dass niemand von uns zufällig diese Arbeit tut. And God sent everyone because he had a purpose and a mission for him. Und Gott sendet jeden, weil er für ihn eine Mission hat. So, on an occasion like this, I really would like to encourage all my brothers and sisters in this area where we are. Also bei einer solchen Gelegenheit möchte ich wirklich all meine Brüder und Schwestern ermutigen in ihrem Dienst. And send the message telling them, be proud of whom you have been created to be. Und die Botschaft ist, seid stolz auf der auf denjenigen, als den ihr geschaffen seid. Never kind of despise yourself. Verachtet euch niemals selbst. Because God had no time to waste creating rubbish. Denn Gott hatte keine Zeit zu verschwenden, um Unrat zu erschaffen. But he brought you into this world because he had a mission for you. Sondern er hat dich in die Welt gebracht, weil er eine Mission für dich hatte. And so once you have been shown that mission, embrace it courageously and fulfill it to the full. Sobald ihr also erkannt habt, was eure Mission ist, nehmt sie ganz an und erfüllt sie vollkommen.
And I have been very much encouraged even by the words of the gospel that we have listened to. Ich wurde auch von den Worten des Evangeliums, das wir gehört haben, sehr ermutigt. The Lord is telling his disciples. Der Herr sagt seinen Jüngern, you will be hated. Ihr werdet gehasst werden. But don't forget, I have also been hated. Aber vergesst nicht, auch ich wurde gehasst. You will be persecuted. Ihr werdet verfolgt werden. But well, I have also, in one way or another, been persecuted. Aber auch ich bin auf die eine oder andere Weise verfolgt worden. Another way of telling them, do not be afraid of that ministry that the Lord has given to you. Das ist eigentlich eine Art und Weise, ihnen zu sagen, habt keine Angst. It is not you who has sent yourself. Nicht ihr habt euch selbst gesendet. But the Lord who has sent you. Sondern der Herr hat euch gesendet. And so trust in him. Vertraut ihm. And he will kind of accompany you and take care of you. Und er wird euch begleiten und für euch sorgen. My dear friends, I'm hearing those powerful words that we have been told, even in the place where I came from. Meine lieben Freunde, ich habe diese machtvollen Worte auch schon an dem Ort gehört, wo ich herstamme. That we are being told, problems come and go. Uns wird gesagt, Probleme kommen und gehen. But you are there to stay. Aber ihr seid hier, um zu bleiben. And in a very special way, we are even told another very, very, very interesting saying. Und auf besondere Weise wird uns auch noch etwas anderes sehr Interessantes gesagt. And I would like to tell this particularly to our young people. Und das möchte ich besonders den jungen Leuten sagen. We are coming from far. Wir kommen from far. Von weit weg. We are still far. Wir sind noch weit weg. And we are going far. Und wir werden auch in die Weite gehen. My dear friends, I am hearing us being told, take courage. Let us move on and fulfill that mission that the Lord has entrusted to us. Meine lieben Freunde, ich bin hier, um euch zu sagen, habt Mut. Lasst uns weitermachen und die Mission erfüllen, die uns gegeben worden ist. The only thing is, do not move alone. Die einzige Sache ist, bewegt euch nicht alleine. Move in companion with the one who has sent you. Schreitet fort in Gemeinschaft mit denen, die euch gesendet worden sind. It is God who has sent you into this world. Gott ist es, der euch in diese Welt gesendet hat. Stay close to him. Bleibt nahe bei ihm. First, in the word of God. Erstens im Wort Gottes. Let the word of God be your light. Lasst das Wort Gottes euer Licht sein. Two, stay close to him in prayer. Bleibt nahe bei ihm im Gebet. Dialogue with the Lord through prayer with regard to your own situation. When things are difficult or when they are easy. Bleibt im Zwiegespräch mit dem Herrn. Bringt eure eigene Situation vor ihn. Ob die Dinge nun schwierig sind oder ob sie gerade leicht sind. You know, sometimes when difficulties come, maybe it is the Lord who wants to see exactly what your attitude really is. Wisst ihr, manchmal, wenn Schwierigkeiten kommen, ist es vielleicht genau der Herr, der wissen möchte, wie ihr damit umgehen werdet. But when you dialogue with him in prayer, he will show you the way. Aber wenn ihr im Gebet mit ihm darüber redet, dann wird er euch den Weg zeigen. Very shortly, can I give you an example? Ich möchte euch kurz ein Beispiel geben. When I was in one diocese as a bishop, als ich Bischof in einer Diözese war, some news reached me. I mean, the one of the priests that I had spent more time cultivating potatoes and bananas and so on. Da gab es einen Priester, der mehr Zeit damit verbracht hat, Bananen und Kartoffeln zu pflanzen. Because he wanted to sell them and have some money. Denn er wollte die gerne verkaufen, um Geld zu verdienen.
So one day, the day came when he was to harvest. Es kam der Tag der Ernte. And he went and got some people to do the harvesting. Und hat ein paar Leute zusammengetrommelt, die Ernte einzubringen. And then in the evening, they put all the things they put in the bags. Und am Abend haben sie alles zusammen gelegt. And put in the house. Und haben die Ernte in ein Haus gebracht. And they closed the house. Und das Haus abgeschlossen. And then he went to look for the vehicles to carry those things so that they can tell he can go to sell them. Dann wollten sie Fahrzeuge holen, die Dinge aufzuladen und sie zu verkaufen. That night. In dieser Nacht. The thieves came. Kamen aber Diebe. They cleared everything. Und haben alles mitgenommen. When the man came with the lorries in the morning, als sie am Morgen kamen, there was nothing to put in the vehicles. Mit den Fahrzeugen, da war nichts da, aufzuladen. So he began crying. So hat dieser Mann angefangen zu weinen. But the news reached me that there was something like that. Und die Nachricht davon hat mich erreicht. So I said, oh, thanks be to God. Now I have the opportunity to exercise my responsibility. Dann habe ich gesagt, Dank sei Gott, jetzt habe ich die Möglichkeit, meiner Verantwortung gerecht zu werden. I sent for him. Ich habe ihn holen lassen. And when somebody went to call him, I went to the chapel. Und während jemand ihn holen ging, ging ich in die Kapelle. And I knelt before the tabernacle. Und habe mich vor den Tabernakel gekniet. And I told the Lord, Lord, you are really very interesting. Und ich habe zum Herrn gesagt, du handelst wirklich sehr interessant. You allow the Lord to come on your servant. Du hast es so arrangiert, dass die zu deinem Diener kommen. And now you can see what is happening to me. Und jetzt kannst du sehen, was mir hier geschieht. Look at what this man has done. Schau, was dieser Mann getan hat. He spent time, you know, looking for money. Er hat seine Zeit damit verbracht, nach Geld Ausschau zu halten. Instead of serving the people. Statt die Menschen zu retten. Now, Lord. I really feel so painful, but I'm waiting for him. Herr, es schmerzt mich wirklich, aber ich warte jetzt auf ihn. And I'm going to exercise my powers. Und ich werde jetzt meine Autorität ausüben. So every time I was saying that about this man, something was burning within me. Don't forget, that is your son. Und als ich das zum Herrn sagte, da spürte ich jedes Mal im Herzen die Antwort, vergiss aber nicht, dass dein Sohn ist. So everything, anything I said so painfully, I was saying, don't forget, that is your son, being my priest, that is your son. Also alles, was ich mit Schmerz vorgebracht habe, ist immer so beantwortet worden im Herzen, so, vergiss nicht, dass dein Sohn ist. So in the end, I genuflected and I told the Lord, stay there, I'll meet you later. Und dann habe ich mich zum Schluss hingekniet und zum Herrn gesagt, bleib hier, ich werde später nochmal mit dir reden. Als ich die Tür der Kapelle öffnete, the door of the house was opening. Da öffnete sich auch die Haustür. And this man entered. Und der Mann kam herein, that priest entered. Dieser Priester. You know, you remember, I said, now I have the opportunity to exercise my skills of boxing. Erinnert euch, ich dachte, ich habe jetzt die Möglichkeit, meine Autorität hier auszuüben. But when he entered, I said, oh, Father, you are most welcome. Aber als hereinkam, sagte ich, Vater, and du bist willkommen. And I embraced him. Und ich habe ihn umarmt. And we went and sat down. Und wir gingen zusammen so I asked und haben uns hingesetzt. I asked him, what happened? Und ich habe ihn gefragt, was ist passiert? So he began explaining to me. Und dann hat mir alles erzählt. And explained to me, and I was listening. Er erklärte es und ich hörte zu. In the end, I told him, Father, what you did was wrong. Am Schluss sagte ich, Vater, was du getan hast, war falsch. I am going to forgive you. Aber ich vergebe dir. And I think even is the God who has forgiven you before me. Und Gott hat dir vor mir vergeben. Pay attention to your mission and you will lack nothing.
Leg Augenmerk auf deine Mission und es wird dir nichts fehlen. I have told you this story just to tell you, yes, problems will come. Ich habe euch diese Geschichte erzählt, um zu sagen, ja, Probleme werden kommen. Try to solve them also in communion with the one who has sent you into this world. Versucht die Probleme zu lösen in Gemeinschaft mit demjenigen, der euch in diese Welt gesendet hat. If I had followed my feelings, yes, I would have boxed that man. But what message would have been sent to the Christians? Wenn ich meinen Gefühlen gefolgt wäre, dann hätte ich diesen Mann zusammengefaltet. Aber welche Botschaft hätte ich gegeben? Yes, I am not going to talk more than that because, as you can see, I am a man of few words. Ich werde jetzt nicht mehr sagen, denn ihr könnt sehen, ich bin ein Mann weniger Worte. Let us therefore ask the Lord really to kind of help our people, each one to pray his rightful role and to manifest that well, each and every one of us is a servant of God. Lasst uns also bitten, dass der Herr uns hilft zu beten und dass er zeigt, dass jeder von uns ein Diener Gottes ist. Lastly, I am asking you once again, let us then on an occasion like this particularly pray for our young people. Ich möchte euch zuletzt noch beten, bei einer Gelegenheit wie dieser beten wir besonders für unsere Jugend. Now they may not go with the wind, but be guided by the will of God. Dass sie sich nicht nach dem Wind richten, sondern vom Willen Gottes geleitet werden. And I want to conclude by telling particularly our young people what we were told when I was small. Und zum Schluss möchte ich besonders den jungen Leuten das sagen, was mir gesagt wurde, als ich jung war. That gifts come from above, from God. Die Gaben kommen von Gott. And when they land in the world, they are already cut into pieces. Und wenn die in der Welt ankommen, dann sind sie schon in Stücke geschnitten. And each one is able to pick what really belongs to him. Und jeder kann dieses Stück nehmen, was wirklich zu ihm gehört. But we are told, but be careful, because if you take what is not yours, then you will never be happy in life. Aber passt auf, wenn ihr das teilnehmt, was nicht euch gehört, werdet ihr im Leben nie glücklich sein. And even if you will be laughing when the others are laughing and you took what was not yours, your laughter will not be from the heart. Also wenn du dann lachst und lachend ein Teil nimmst, was eigentlich nicht zu dir gehört, dann wirst du nicht von Herzen lachen. When others are laughing, wenn die anderen so lachen, you will also be laughing, but you will be laughing. Da wirst du auch lachen, aber du wirst eben anders lachen, nicht wirklich. Meaning that, well, you are really not laughing. Das heißt, dass du in Wirklichkeit nicht lachen wirst. But you are doing that just to show that, yeah, you are laughing because others are laughing. But your laughter is not coming from the heart. Also du wirst lachen, aber nicht wirklich, nicht echt. Es wird nicht vom Herzen kommen, wenn du das tust. Sorry for being a bit longer than was indicated, but you know that I don't talk much. And we ask the Lord then, in that case, really to bless us all and particularly to work with our young people and to help those who already know their work to uphold it in communion with the Lord. Entschuldigung, dass ich ein bisschen länger gesprochen habe. Wir wollen jetzt wirklich den Herrn bitten, dass er uns, besonders unseren jungen Menschen, hilft, in Gemeinschaft mit dem Herrn das zu nehmen, was ihm gehört. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.